Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die große Freude, mit dem Professor Dr. Christian Schubert hier ein Gespräch zu führen, den ich hiermit ganz herzlich willkommen heiße. Hallo, danke, Christian. Danke für die Einladung, freut mich sehr. Du bist der Psychoneuroimmunologe und du bist auch Buchautor. Du hast das Buch zum Beispiel geschrieben, Das große Unsichtbare im Das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren. Das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren, genau. Ich habe da einen Titel schon mal gesehen und habe sofort die Brücke gemacht zu den Frequenzen. Wir haben heute so viele Frequenzen und nur so viel sehen wir. Ja. Und wir meinen immer, dieses bisschen, was wir sehen, ist die ganze Welt. Genau. Kann ich mir dein Buch ähnlich vorstellen? Unbedingt. Das, was wir sehen, das, was wir spüren, das, was sozusagen für uns sichtbar ist oder spürbar und fühlbar, ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was mit uns wirklich los ist. Es gibt ganz viel von dem, was sozusagen unsere Existenz ausmacht, ist eigentlich was Unsichtbares. Und da haben wir ganz wenig Zugang dazu. Aber es hat eine unglaubliche Kraft, wenn es um die Wirkung geht im Sichtbaren. Das heißt, es steht dahinter, ist mächtig, ist groß. Es sind unsere Biografie, es sind unsere Modelle, die wir gelernt haben, wie wir uns verhalten, wie wir uns erleben, wie wir in der Welt sind. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die automatisch mitlaufen und aber einen enormen Einfluss haben auf das, was sichtbar ist, was beobachtbar ist. Aber genau das sehe ich zum Beispiel in der Medizin gar nicht mehr. Da ist eigentlich nur noch der Körper ein reines Fahrzeug. Absolut, genau. Und auf der anderen Seite sehe ich es aber auch zivilisationsmäßig, dass wir immer mehr gottlos werden, wenn ich das Wort in den Mund nehme, dass wir dieses große Ganze überhaupt nicht mehr sehen wollen oder ignorieren, ausklammern, was auch immer. Wir könnten es auch als Sinn und Bedeutung und Wert sehen, oder? Das Gottlose, ja. Also das Wertlose, das Sinnlose, das Bedeutungslose, dass wir das verlassen und dass wir das zunehmend verlassen und zunehmend in eine mechanisierte, maschinisierte, sichtbare, objektive Welt gehen. Und dabei ist doch das Subjektive, das Dahinterstehende, das, was uns wirklich antreibt, das ist doch das, um was es geht im Leben, oder? Mhm. Und insofern will auch das Buch in verschiedenen Kapiteln aus unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Unsichtbare aufmerksam machen. Träume sind sowas, ja. Also das Träumen ist ein unglaublich wichtiges Phänomen, wo ganz viel Unsichtbares sogar wieder sichtbar wird, wenn wir es nur lernen, richtig zu lesen und herauszufinden, was uns eigentlich Träume sagen wollen. Sie kommen direkt aus dem Unbewussten. Kann man das deuten? Absolut, kann man das, ja. Wirklich? Das gibt Profis. Wäre spannend. Absolut. Kannst du mir mal einen vermitteln? Das möchte ich einfach mal in einer Sendung bringen. Ich wüsste jetzt keinen Traum, den man da erzählen könnte. Nein, nicht Traum, einen Traumdeuter, einer, der das analysieren könnte. Das wäre nämlich noch spannend für uns alle, weil wir also alle hier, der in die Sendung da kommen könnte. Eine Schweizerin, die Verena Kast. Okay. Die ist gleich in der Nähe. Die kann da viel darüber erzählen. Super. Die ist auch in dem Buch drin, in einem Kapitel. Gut, wunderbar. Also. Das ist nämlich sehr ein mystisches Thema. Ja. Die Träume. Ja, super. Und die hat tolle Sachen zu erzählen. Und Träume sind jetzt nicht einfach nur Träume und was Fiktives, sondern es hat immer was mit uns zu tun. Total mit uns zu tun, mit unserer Biografie, mit unseren Konflikten, mit dem Erlebten, was verarbeitet wird. Es ist wie ein Verdauungsprozess. Ja, und wir Leute lernen ständig so Stress viel. Haben in den Träumen und immer wieder die gleichen zum Szenarien Beispiel, und so. Ja, da ist was Muster, Wiederholungsmuster, die in den Träumen immer wieder kommen. Das Thema bleibt gleich, es ist ein bisschen verändert, ein paar Punkte sind ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist es da gibt es immer wieder Muster. Musterhafte Wiederholungen, die gehören aufgearbeitet, da muss man was damit tun, sonst bleiben sie. Ich möchte vielleicht noch für die Zuschauer sagen, der Professor Christian Schubert hat eine Universität in Innsbruck, wo er die Psychoneuroimmunologie leitet und diese Ausrichtung ist ja auch schon eigentlich das Mystische. Es ist schon eigentlich das große Unbekannte und du hast ja in deinen Studien ja auch bewiesen, dass dieses Unbekannte den Einfluss auf das Bekannte hat. Absolut, also genau so ist es. Psyche, das heißt, reagiert auf den Körper rein, Krankheit wird begünstigt. Genau, und wir versuchen in unseren Studien sehr genau herauszuarbeiten, was ist das Psychische, das da im Alltag passiert, was passiert da in den Beziehungen, was belastet die Menschen wirklich im Alltag oder was ist auch schön für sie, was entlastet und hat positive Wirkungen.
Wirkung auf die Emotionen. Und das wiederum bringen wir in direkte Verbindung mit Immunfaktoren und können da durchaus ganz klare Verbindungen finden zwischen dem, was da außen passiert, im Psychischen, zum Teil nicht bewusst, zum Teil unsichtbar. Und was für eine Wirkung hat es dann nochmal im Unsichtbaren, nämlich im Immunsystem, das wir sichtbar machen, über Messungen, über Messungen im Harn in diesem Fall. Und da kann man wirklich sehen, wie fantastisch die Dinge zusammenwirken und in welche Richtung sowas gehen kann. Also eigentlich könnte man dieses Buch auch als die Bibel für Menschen betrachten, die jetzt gerade wirklich in einer schwierigen Krankheitssituation gefangen sind oder auch in einem sehr starken psychischen Stress drinstecken. Denn auch der psychische Stress ist ja letztendlich auch wieder das große Unbekannte, was letztendlich den Einfluss hat auf das Bekannte. Könnte man so sagen. Also genau. Da ist ein großer Gefahrenherd da, wenn wir uns unsere psychischen Kräften oder Energien gar nicht bewusst sind. Richtig. Oder wenn wir sie wegmachen. Das müsste eigentlich ein Schulunterricht sein. Absolut. Wie mächtig wir hier oben sind. Richtig, ja. Für unseren eigenen Körper, für unseren Geist, total. Für unsere Seele. Man könnte Kinder bereits ganz früh sozialisieren in einer Verbindung zwischen Körper und Geist. Wäre wunderbar möglich. Sie würden beginnen, sozusagen schon mit einer ganz anderen Form in die Gesellschaft einzusteigen. Sie würden wissen, da ist was, gehört was zusammen, das ist untrennbar, es wirkt immer zusammen. Und wenn Sie dann ins Medizinstudium kommen, in das jetzige Medizinstudium, dann würden Sie sagen, nein, da gehe ich nicht rein. Weil dieses Medizinstudium trennt ja Körper von Geist. Das sind ja 95% nur Körper und Maschine. Das schaue ich mir nicht an. Da gehe ich irgendwo anders hin. Leider gibt es noch keine Alternative. Aber ich hoffe, dass es das endlich mal geben wird. Und deswegen müssen wir den Kindern das früh beibringen, damit sie aufstehen und sagen, ich will ja ganz was anderes. Gebt mir das bitte. Wir hatten es ja früher immer versucht, über die Religionen diese Verbindung zu bauen. Übrigens, weißt du, Religion, was das eigentlich heißt? Nein. Religio? Na? Rückbindung. Aha, okay. Ist schon spannend. Ja, ja. Eigentlich wäre das Wort korrekt. Diese Rückbindung zum Unbekannten in eins zu bringen. Gut, gehen wir mal ins Immunsystem mal noch rein, wo wir ja gerne. Alle auch haben. Und gehen wir mal davon aus, was haben wir da für Immunsystem? Was für Barrieren haben wir und wie können wir da eine von, wie agiert unser Immunsystem? Nur das Immunsystem können wir mal ganz grob auseinander dividieren in zwei ganz große Bereiche. Auf der einen Seite haben wir ein angeborenes Immunsystem und dieses angeborene Immunsystem, das wirkt sehr schnell, es wirkt sehr unspezifisch, also es ist noch nicht so gescheit. Es unterscheidet eigentlich nur zwischen, gehört es zu mir, zu diesem Individuum, dann akzeptiere ich es. Oder es gehört nicht zu diesem Individuum. Es ist ein Virus, es ist ein Bakterium oder es ist irgendetwas im Körper, das nicht zum Selbst dazugehört, dann wird es vernichtet. Ja, dann wird es angegangen, zerstört. Ja, das ist das angeborene Immunsystem. Können das schützt uns schon recht gut. Ein Beispiel machen. Nehmen wir doch irgendwie einen Barkeeper in Ischgl als Beispiel. Nehmen wir einen Barkeeper in Ischgl. Sagen wir mal, dieser Barkeeper hat sich infiziert an aktuell SARS-CoV-2. Zum Beispiel. Also genau. War eine Coronavirus-Infektion, oder? Und jetzt müssen wir aufpassen. Also dieses angeborene Immunsystem, das hat also diesen Versuch, dieses Virus jetzt in den Griff zu kriegen. Ja, aber dieses Virus mag bei diesem Barkeeper vielleicht sogar schon nicht nur zu infizieren, sondern auch Erkrankungssymptome zu zeigen. Jetzt wird die Psychoneurologie wichtig. Fieberschube, es geht ihm nicht gut. Ja, also energielos, Muskelschmerzen. Genau das, gut. Was wir alle kennen. Mhm. Ja, das ist ja etwas ganz Übliches, ja, nichts Besonderes. Aber vielleicht ist es wichtig, noch vorauszusagen, dass die Psychoneurologie herausgefunden hat, dass das Immunsystem, das jetzt durch dieses Virus ziemlich in Aktivität versetzt wurde, dafür sorgt, dass wir uns auch in der Psyche verändern. Also umgekehrt, nicht nur die Psyche macht was mit dem Immunsystem. Ach ja, genau. Also das heißt, wenn wir unter Stress kommen, dann haben wir durchaus eine Immunsituation in uns, die uns nicht gut schützt vor einem Virus. Also je stärker wir gestresst sind, je chronischer wir gestresst sind, je mehr Angst und Depressivität und so weiter wir haben, desto schlechter sind wir immunologisch aufgestellt. Und wenn dann ein Virus kommt, dann sind wir ziemlich schnell flachgesetzt. Mhm. Ja. So, jetzt sagen wir mal, dieser Barkeeper hat eine Infektion. Und diese Infektion schafft in ihm eine immunologische Aktivierung, weil das Immunsystem möchte ja dieses Virus wegkriegen. So, das Immunsystem schüttet Proteine aus, sogenannte proinflammatorische Zytokine.
Das sind Botenstoffe des Immunsystems, die in unserem Körper, in dem Körper des Barkeepers, einiges veranstalten. Es werden andere Immunzellen aktiviert, es wird in der Leber eine akute Phase-Response aktiviert, Energie wird bereitgestellt. Diese Zytokine gehen aber auch in das Gehirn, denn sie verändern jetzt die Psyche dieses Barkeepers. Der Barkeeper fühlt sich schlapp. Er fühlt sich krank, er ist erschöpft, müde, er isst weniger, er hat keine Lust, mit Menschen in Kontakt zu treten. Am allerliebsten würde er jetzt ins Bett gehen. Das Problem ist nur, also der Vorteil dieses sogenannten Sickness Behavior liegt auf der Hand, es ist Energie einsparen. Er braucht diese Energie jetzt, die er da einspart, um gegen den Erreger vorzugehen. Ein also ganz ist natürlicher die Psyche Prozess. Ein Immunsystem, was sagt, ich fahre alles runter. Exakt so und du gehst jetzt ins Bett. Das Psyche ist eigentlich ein Instrument. Es ist ein Instrument unseres Immunsystems. Das Immunsystem nimmt sich die Psyche, nimmt sich unser Erleben und Verhalten her und sagt, du musst jetzt krank dich fühlen. Weil nur wenn du dich krank fühlst, dann tust du das, was jetzt wichtig ist. Du gehst ins Bett, du heilst aus. Ich bringe dich in den Heilungsprozess, sagt das Immunsystem zur Psyche. Der Barkeeper, der kann sich das aber vielleicht nicht leisten. Warum? Er ist angestellt, Tourismus, wir wissen, wie der Tourismus getickt ist. Da gibt es ganz bestimmte Leute, die müssen dort funktionieren. Es ist ziemlich aufwendig, ziemlich arbeitsaufwendig. Der Barkeeper verdient auch gutes Geld und er hat vielleicht auch Lust, an der Bar zu sein am Abend. Es macht ihm ja Spaß, sein Job. Was macht er? Er nimmt Aspirin oder er nimmt Paracetamol oder er nimmt ein anderes entzündungshemmendes Medikament, um dieses Sickness Behavior nämlich wegzumachen. Das heißt, das wird im Hirn oben abgebaut dann? Es hat einen Einfluss. Diese Substanz hat einen Einfluss darauf, dass das Sickness Behavior, dass zum Beispiel die Entzündung weggeht, also diese Immunaktivierung geht weg, damit geht das Sickness Behavior weg. Das heißt, ich fühle mich wieder gut? Ich fühle mich wieder gut, aber, und jetzt kommt genau der Punkt. Die Infektion ist ja noch da. Sicher. Es ist nicht kausal. Es ist ähnlich wie bei der Depression. Bei der Depression kannst du ein Antidepressivum nehmen. Das macht dir aber nicht die Ursache für die Depression weg. Es nimmt dir das Symptom. Und das ist klassisch für die Maschinenmedizin. Die Maschinenmedizin möchte das Symptom wegmachen. Das Symptom will uns aber was sagen. Beim Depressiven sagt die Depression, das depressive Gefühl, es geht mir nicht gut, ich muss was ändern in meinem Leben, damit es mir wieder besser gehen kann. Beim Sickness Behavior sagt das Sickness Behavior, Warnung, wenn du jetzt beginnst, so zu tun, als ob du gesund wärst, verpuffst du so viel Energie, dass du nicht gesund werden kannst. Wenn ich mir also jetzt über ein entzündungshemmendes Medikament wie das Aspirin oder Paracetamol mir dieses Sickness Behavior wegmache, dann tue ich so, als ob ich gesund wäre. Du ahnst doch, was ich raus will? Ja, ich überfordere mein System, aber was noch viel wichtiger ist, ich stecke alle anderen an. Das ist es. Die ganze Bar. Genau so ist es. Das heißt, kann das in Ischgl so gewesen sein? So könnte es in Ischgl gewesen sein. Das heißt, der Barkeeper, der sich mit Aspirin seine Sickness-Behavior-Symptome wegmacht, weil er gerne an die Bar will und arbeiten muss, ja, der wird nun so tun, als ob er gesund ist, wird aber trotzdem infiziert sein und wird trotzdem das Virus weitergeben. Der Punkt an dem ist, dass das Sickness Behavior nicht nur für ihn wichtig ist, als Heilungsmöglichkeit, sondern auch als Warnsignal für die anderen. Denn wenn du dich krank fühlst, dann sehe ich dir an, dass du krank bist. Das heißt, du bist matt. Normalerweise schon, ja. Richtig, du bist matt, du hast Fieber, man merkt dir das an in deiner Hautfarbe, man spürt, die Person, die ist krank, von der entferne ich mich. Das haben wir evolutionsbiologisch mitbekommen. Mhm. Wir würden nie und nimmer einer kranken Person die Hand schütteln. Mhm. Da brauche ich keine Regierung, die mir sagt, die Aha-Regeln sagt, sondern ich habe von der Natur mitbekommen, meine sogenannte Verhaltensimmunität, und die sagt mir, Vorsicht vor dieser Person, die schaut mir krank aus, da gehe ich auf Distanz. Der Barkeeper hat sich das aber weggemacht mit seinem Aspirin oder seinem Paracetamol oder was auch immer. Ich will keine Werbung für sowas machen. Das sind für mich Lifestyle-Medikamente, wo wir vorsichtig sein müssen. Tatsache ist, er hat sich das weggemacht. Der Tourist, der Ski gefahren ist, der ermüdet ist, der aber sagt, ich gehe noch in die Bar, ich schaue mir noch mal, was da so alles abgeht und feiere noch ein bisschen. Der geht also hinunter, vielleicht ist sein Immunsystem schon nicht mehr so gut drauf, ja, weil er ja immerhin erschöpft ist und trotzdem noch Party machen möchte. Mhm. Der geht jetzt in die Bar und trifft auf einen Barkeeper, der das Sickness Behavior weggemacht ist und hochinfektiös ist. Und dreimal noch mal raten, was dann passiert, dann hast du genau dieses Superspreading-Event, das durch die Literatur und durch die Medien gegangen ist, nämlich viele Infizierte auf einen Haufen,
weil der eine nicht zeigt, dass er krank ist und die anderen mit leichten Immunschwächen in die Bar kommen und sich dort entsprechend infizieren. So vermutlich läuft die Geschichte, wenn es um Ischgl geht. Es ist ein gemeinsamer Prozess. Mhm. Es sind nicht nur die bösen Barkeeper, sondern es sind natürlich auch die Touristen, die trotzdem sie erschöpft sind, unbedingt noch an die Bar müssen und sozusagen nicht mehr die Möglichkeit haben, sich ausreichend auch zu schützen und ja, sich entsprechend infizieren. Ich finde, das speziell spannend ist wirklich, wenn es natürlich liefe, wie es uns der liebe Gott geschickt hätte, ja, würde das überhaupt nicht passieren. Kein Thema. Der Barkeeper, der sich infiziert hat, der würde ins Bett gehen. Mhm. Das ist eine ganz, und die Natur würde alles dafür tun, damit er das tut. Das Sickness Behavior, hervorgerufen durch das Immunsystem, würde diesen Barkeeper ins Bett bringen. Aber was macht der Barkeeper? Er nimmt ein Lifestyle-Medikament, um fit zu bleiben und trotzdem seinen Job nachzugehen. Und da genau ist der Punkt. Dort ist eine falsche Medizin im Gange. Mhm. Und das wird uns auch vermittelt. Mach's weg, dein Symptom. So schnell es geht, damit du wieder fit bist für den Markt. Das ist jetzt wirklich, das Ischgl ist jetzt nur ein Beispiel nur gewesen. Ein Beispiel. Aber wenn wir es auf die heutige Situation anschauen, ich glaube, der Griff zu diesen Tabletten ist so klein, dieser Widerstand ist gar nicht mehr da. Ja, wir sind so sozialisiert. Mir reicht ja schon daran zu denken, wenn ich Zahnschmerzen habe, ans Aspirin. Ja, ja. Die sind ja weg, die Zahnschmerzen. Ich muss ja nur dran denken, es ist Placebo. So wirksam ist das auch. Und es ist ja schön, dass es wirksam ist. Und es geht ja nicht darum, dass die Menschen leiden müssen. Ja? Aber sie sollten sich bewusst darüber werden, was sie eigentlich mit ihrer Natur tun. Weißt du, dein Beispiel finde ich so brillant, in dem Sinn, dass sie uns in die Selbstverantwortung hinbringt durch Dialog und Aufklärung. Korrekt. Bisher hieß es einfach, du musst halt jetzt einfach zum Beispiel zu Hause bleiben. Oder es wird dir von der Regierung entschieden, du musst zu Hause bleiben. Aber wenn wir ja wissen, dass wenn wir ein Symptom haben und jetzt ein Paracetamol oder ein Aspirin nehmen, Acetylsäure nehmen, ja, dass wir eigentlich, mit uns können wir machen, was wir wollen. Aber eigentlich sind wir fahrlässig und stecken die ganzen anderen an. Exakt, das, aber niemand erzählt uns darüber. Nein, ich war mir das auch nicht bewusst. Ja. Ich dachte, ich bin auch so einer, kaum ist mal ein Schmerz da, ja, ist die Sache gleich schnell erledigt. Genau. Da ist der Griff von mir auch selbst viel zu schnell, aber ja, ich mache es mit mir, aber eigentlich mache ich es mit allen anderen auch. Exakt, so ist es. Und das ist nicht gut. Nein, das ist unnatürlich. Und nochmal, es geht ja nicht um... Fahrlässig und ja, bösartig. Naja, sagen wir mal so, es ist schon etwas, was wichtig ist, dass wir einmal die Informationen hören. Weil es gibt viele Menschen, die es eben nicht kennen und nicht wissen, dass das so ist. Und wenn sie es wissen, dann würden sie sich auch sofort anders verhalten und würden hier auch schützen, das heißt, für andere Menschen. Wir brauchen die AHA-Regeln nicht so. Wir sind keine Tiere, wir sind keine Maschinen, wir sind keine... Wir sind Kulturwesen und wir haben von unserer Natur ganz viel mitbekommen, dass wir gesund bleiben. Sonst wären wir längst tot. Dieses Virus kann uns nicht so leicht umbringen, wie uns vorgemacht wird. Wir haben Möglichkeiten und wir sollten diese Möglichkeiten in Kraft nehmen. Zum Beispiel, indem wir nicht Medikamente einnehmen, die uns normalerweise einfach so gegeben werden, damit die Symptome weg sind. Symptome müssen wir lernen zu lesen und uns danach zu verhalten und damit sie auch wieder wegzubringen. Mhm. Aber wir können das selber. Wir haben ganz viele Möglichkeiten. Die Natur hat uns sehr viel mitgegeben. Mhm. Und wenn ich es jetzt noch umdrehe, andere Herren, die sind total erschöpft vom Skifahren. Und statt nach Hause zu gehen und auszuruhen, auch wieder auf ihr erstes Abwehrsystem zu achten aus der Psyche, zwingen sie sich jetzt wirklich noch in den Fun rein, aber erschöpft. Genau. Und sind eigentlich so offen für alles, was kommen möge. Ein perfektes Beispiel, weil wirklich, es geht hier nicht um Schuld. Aber es geht darum, dass wir wirklich verstehen lernen, dass das ein gemeinsames Geschehen ist, um was es geht, oder? Und wenn diese Person da draußen wirklich gesund wäre, wenn der Tourist, der da in diese Bar geht, wirklich gesund wäre, steckt er sich nicht an. Also ich bin davon überzeugt davon, da wird ganz, ganz viel auch wieder mit der Maschine Körper Schindluder getrieben. Ja? Mhm. Es wird ein ganzer Tag Ski gefahren, man ist müde, man müsste eigentlich ins Bett gehen, man müsste sich einfach noch einmal regenerieren. Ja? Es ist ein ganz normaler Prozess. Wir aktivieren unser System und wir regenerieren wieder. Wenn wir uns nicht regenerieren, wenn wir meinen, wir müssen noch feiern, weil wir so wenig noch aus dem herausgeholt haben, wir müssen das Maximum aus unserem Urlaub herausholen, also müssen wir auch an die Bar
wahrgehen, dann beginnen wir bereits diesen Grad zu übersteigen. Wir sind schon auf der anderen Seite. Wir sind nicht mehr gut zu uns. Wir sind nicht mehr gut zu unserem Immunsystem. Und das ist die gleiche Selbstverantwortung, die wir vom Barkeeper wollen. Ja, ist eigentlich, weil diese Person, die sich jetzt infiziert, trägt dieses Virus nach Deutschland zurück. Aber ich bin ja damit auch verantwortlich mit allem, was ich tue, ob ich jetzt jemanden zum Beispiel denunziere und ihm eigentlich Druck aufübe, ob man Mobbing macht, ob man ein Arbeitgeber mit dem Mitarbeiter Stress macht, das sind ja letztendlich alles auch Dinge, die das Immunsystem absolut des Betroffenen massiv schwächt. Es ist alles nachgewiesen. Es ist alles in einer medizinischen Forschung ganz klar gezeigt, dass all diese Aspekte, die du gerade angesprochen hast, das Immunsystem der Betroffenen verringert und dass sie dadurch auch erhöht krank werden können. Gar keine Frage. Also, das muss man in den Schulen lernen, von klein auf. Das muss der Arbeitgeber wissen, das müssen wir alle untereinander wissen. Eigentlich ist es ja, wenn ich das Wort Menschlichkeit wählen würde, dann würde ja genau das nicht passieren, wenn wir sehr menschlich miteinander umgehen würden. Eigentlich natürlich. Und jetzt bist du in einer neuen Kultur. Jetzt bin ich in der Natur wieder. Ja, du bist aber auch in einer neuen Kultur und du bist in einem neuen gesellschaftlichen Umgang miteinander. Mhm. Das ist das, was ich immer meine, wenn ich davon rede, dass eine neue Medizin, eine erweiterte Medizin nur möglich ist, wenn wir auch miteinander anders umgehen. Wir miteinander und wir mit der Natur. Und erst wenn das möglich ist, kann auch eine neue Medizin möglich sein. Und genauso wie du es gerade gesagt hast, wenn Menschen lernen, dass das alles Effekte hat und wenn ihnen das Leben wieder wertvoller ist, der Umgang miteinander wieder wertvoller ist, dann sind wir in einer neuen Situation. Aber wir brauchen nicht glauben, es ist ein Wissen dahinter. Es ist ein Wissen dahinter, es ist längst schon da. Wir wissen schon sehr, sehr viel über diese Zusammenhänge. Und das ist das, was mir ein bisschen sprachlos macht. Ihr wisst's. Aber wir wissen es nicht. Richtig, ja. Also man muss sich die große Frage stellen, wer verhindert möglicherweise, dass dieses Wissen dort ankommt, wo es hingehört? Sind offensichtlich auch andere Interessen in der Medizin und nicht nur Interessen an der Gesundheit von Menschen. Ich werde mir dein Buch besorgen, ich werde es lesen und ich werde dich nochmals einladen. Hoffentlich kommst du nochmal, um mit mir die einzelnen Abschnitte des Buches durchzugehen. Können wir machen. Ich glaube, dass ich da sehr viel lernen kann. Und das ist die Königsklasse, wenn wir über dieses Thema reden und das an einem Naturmedizinsender, einem Gesundheitssender hinauszutragen, dann darf ich die Psyche einfach nicht vergessen. Ja. Und danke für die Ehre deines heutigen Besuches und dass wir das Thema besprechen durften. Danke nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie sind auch ein bisschen sprachlos, wie ich es auch bin. Ich bin aber auch sehr stolz darüber, dass wir heute diese Erkenntnisse gewinnen durften, diese Erfahrung, dieses Wissen gehört haben. Und ich glaube, wir müssen alle massiv meditieren darüber, nachdenken über das, was wir heute gerade gehört haben, in welchem Zusammenhang wir mit dem stehen, was tun wir für uns Gutes oder Schlechtes und was machen wir der Außenwelt außerhalb von uns Gutes oder Schlechtes. Und wir müssen uns einfach dessen mehr bewusst sein, wie mächtig wir sind und wie schöpferisch wir tätig sind oder eben wie grausam wir manchmal auch gegenüber anderen Menschen sein können, obwohl wir uns dessen gar nicht so bewusst sind. Aufklärung ist alles und das war heute die Sendung zur Aufklärung. Danke ganz herzlich, alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.